Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Mit dem Gerwulf. Ja, mit Wenden zu und. Hallo. Du mit, deinem Leuchten, leuchtenden Speer. Schwert. Speer. Ich krieg einen verbessernden Greifhaken. Der andere hat 40 Ausdauer kosten und der nur 30. Gehört man schon. Und man kann ja weiter schießen, des Dings. Noch ausrüsten. Jo, noch schnell zu unserem Futter. Oh, du hast ja da Dinger gebaut. Hochbeete. Was ja. Baust du denn da? Oh, wo ist ein bisschen? Wo ist ein wenig? Mal zum Testen. Tust du dein Mikrofon ein bisschen weiter von der Nase weg, weil du so schwer einschnaufst? Ich schnaufe nicht schwer. Jo, die ganze Zeit. Nein, eigentlich schnaufe ich gar nicht. Ich atme überhaupt nicht. Achso, bist du ja tot? Ja. Ah, cool. Stimmt. Ich habe vor den. Ja, nur einen Zauber gerührt, aber das ist ja Kränerstab. Aber voll. Wieso schnaufst du so ein? Ich schnaufe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was du hörst. Ja, dein Schnauben. Dein bitterböses Schnauben. Na. Ein Heilungsstrom. Braucht man Holzsäure? Gut, die können wir eh machen aus den Dingern. Ja, die können wir machen. Aber die Aureolinblumen braucht man noch. Ja, die gelben Blumen. Jetzt, da will man da noch am Schreiner sein, scheiße. Waren. Ja, genau. Dann? Zum Schreiner. Turm. Wo ist er? Stichsäge zum Turm. Hochweidenwarte. Das ist mal wieder eine lange Reise jetzt. Ja, wir haben ja vorhin unterbrochen, weil wir haben. Ah, scheiße, zurück! Nein, was tue ich denn? Was tust du denn aus? Ja, ich muss ja die Flammen aufwerten. Deswegen haben wir doch den blöden Kopf da umgebracht. Ah, stimmt. Ja, wert einmal. Wert einmal auf. Der Stress. Hey, Flammenstufe erhöht, Stufe 3. Apropos Flammenstufe, was habt denn ihr für Fähigkeiten? Punkte 10? Wo kommen denn die 10 Punkte her? Tja, wir haben ja alles niedermetzeln, was rumläuft. Alter Schwede, strahlende Aura. Alle Brutfeinde in Umkreis von 10 Meter erhalten pro Intelligenzpunkt Feuerschaden pro Sekunde. Oh, das ist ja. Bei dir ja nicht viel. Also, was hast denn du Intelligenz? Intelligenz? Nicht viel, ich bin ja kein Magier. Ja, ich habe 7 Intelligenz. Ich nicht. Ich hab 2. ich kann klatschen. Bitte. Frostbiss. Jetzt mag ich nochmal. Da ich mit dem Eis auch mal ein bisschen mehr Schaden mache. Und dann nochmal schauen. Erhöht deine Intelligenz um 1. Erhöht den Magieschaden um 5% pro Attitude. Freigeschaltet, so eh schon. Hab ich ja eh schon. Zauberer. Beim Angriff mit einer Magiewaffe erhöht sich dein kritischer Trefferschance um 10%. Blitzjeglicher Schockschaden, Donner, jeglicher Schockschaden. Der Schockschaden irgendwie interessiert mich das nicht so. Heiler. Die Regeneration durch Heilzauber wird um 10% erhöht. Sind wir da herunter? Teleport. Ersetze die Ausweichrolle durch einen Kurzstreckenteleport. Okay. Totenbeschwörer. Vorteil. Willenskraft, erhöht deine Willenskraft. Das ist meine für mich auch wichtig. Mana um 20, erhöht das Mana um 20 pro Attributspunkte. Okay, brauche ich Willenskraft. Was haben wir dann da? Gegenschlag. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht eine 20%ige Chance, 50% des Schadens als Feuerschaden auf den Gegner zurückzuwerfen. Dieser magische Angriff kann andere Fertigkeiten auslösen. Auslösen. Nehme ich. Jetzt ist doch gut. Schnellladung. Verringert die Zeit der Magiestäbe benötigt, um einen Zauber aufzuladen. Das glaubt man eigentlich eh, wie schnell dass das geht. Willenskraft. Erhöht den Willenskraftattribut um 1. Erhöht die Mann um 20 Punkte. Und auch noch. Ne, wenn ich schon mal dabei bin. Intelligenz. Erhöht deine Intelligenz und nochmal. Jetzt bin ich aber intelligent. Ich bin auch weggefallen. Was? Falsche Taste drückt. Ja, ich fliege jetzt nochmal runter. Also schon. Ich schau. Ich schaff's bestimmt über den Berg. Ich wahrscheinlich nicht.
Oder? Na, na. Ja, aber ganz knapp, oder? Schaffst du es? Ja. Ja, das war aber eine Punktlandung von dir. Alles geplant, alles geplant. Nee, nee. Ausdauer. Hat sich jetzt der Schaden von den Waffen automatisch erhöht? 31, 23, 26. Nein, schau den. Ausdauer auffüllen. Schaut, dass man etwa nicht rampen kann. Ja, hab ich gefallen. Njom, njom. Na, Landung. Hallo, Miasma. Auf Wiedersehen, Miasma. Häng am Schwammerl. Zähne am Stor, Kruzifix. Ja, sag mal, wo hängst du denn überall? Ja, hinter der Hügel. Da waren wir gerade. Achtung, ja, Wolf. Achtung, viele Wolf hinter dir. Naja, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich Schaden mache. Ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Weil der Mann mit seinem Pixer zu schnell war. Entschuldigung, nächstes Mal rette ich den nicht mehr. Zum Retten. Bin halt nur zum Retten. Ja, jetzt müssen wir es mir schon so gut kennen, dass das alles vorbei ist. Ja. Wo rennst du eigentlich hin? Ah, da zum Marker. Okay. Mhm. Zum Ziel unserer Reise. Schauen wir mal. Ob das lohnenswert ist oder nicht. Es sind noch 1000 Meter, das ist schon nur ein paar eine Zeit. Da waren wir eh schon, gell? Das war, glaube ich, das Grab der Königin, oder? Ja. Na, Katakomben. Katakomben, ja, genau, das war das von der Königin. Ist da vorne los? So, oh. Weg durch dein Funsel nicht. Immer nur zu kurz. Was ist da los? Ja, der geht daneben. Aber jetzt kann ich schon ganz gut weiter. Horiger. Ja. Aber das war eigentlich ein Freund, weil der hat nämlich die da umgebracht, der Typ ist. Ach, das ist ja dir wurscht. Das stimmt allerdings. Da darf man nicht so alles, was böse ausschaut. Böse und gemein. Du laufst in die falsche Richtung, wo laufst denn du hin? Zum Ausrufezeichen. Nein. Doch, ich laufe hier Richtung Ausrufezeichen. Und du, wo laufst du hin? Ich habe voll Schmackerl gesehen. Hä? Als Wegpunkt setzen. Jetzt sagt er was anderes. Na egal. Ich lauf dir noch. Mystery. Häng ich da wieder. Hallo, Wölfchen. Jetzt wird ja so in der Lebensbrücke geht so schnell, aber jetzt stirbst gleich wieder dabei, was der Wolf. Ja, gegen einen Wolf gehen wir denn jetzt da. Ui, ein fliegender Schmied. Das ist ein Fliegen. Kennst du das? Ja, genau. Weil jetzt hast du das hast du die pointed nochmal. Das habe ich mir gedacht, deswegen ist der versaut. Oh je, Hector, was tust denn du da? Bleib um mich stehen. Ey, bleib um mich stehen. Ey, muss dir etwas sagen. Mensch, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Hallo? Das ist schon. Ich glaube, wir sind da. Oh, schönes Haus. Ein Fachwerkhaus. Kelvins Ruhe. Das gefällt mir. Ja, was bist denn du für ein Wookie? Der Chewbacca. Oh, leck, was hat denn der für eine Waffe? Ich glaube, ich du schaust ja du.
Du bist ja lustig. Oh, daneben. Mit der Flunzel noch daneben einer. Wie gibt's denn das? Was hast denn du Schönes? Chewbacca erschlagen. Yeah. Oh, die geben Fell. Hey. Da ist ein Mannenzeppi. Das war's mit dem Schamanenzeppi. Hm, was haben wir denn da noch? Nicht auch noch. Weißt du, ich töte alles und er schon fleißig am Plündern. Ja, wenn du viele gehst. So kämen. Du bringst Leid um und glaubst also nicht mehr auf? Na. Eben, Hauptsache du kriegst deine EPs, weißt du? Ich wurde als Verschwender geboren. Viel Harz. Rein. Warst du schon im Keller und? Ja, da war nichts. Hey, der muss aber rushen. Ich rush nicht, ich lauf. A White Russian. Ich bin ja nicht der Big Lebowski. Du bist der White Rushmore. Dann schau ich da auf. Feuerball, Miasma, Tran. Das ist auf dem Mann. Das ist aber, ich sehe nichts. Ah, da ist ein Keller. Toll, die Keller ist aber nichts drin da. Nur verschwendete Liebesmühe. Wilma! Hast du schon den komischen Block gefunden von dem? Na. Da ist schon mal eine schöne aussehende Truhe. Eine Henkersaxt mit Schaden 34, gewöhnlich, willst du nicht mehr, oder? Weiß nicht, brauche nicht. Brauche ich nicht. Wo haben wir's denn? Da ist zerlegen. Gibt gar nichts in dem Haus. Nichts? Du noch was gefunden, nichts Besonderes? Nein, da müssen wir noch weiter rauf. Ja, da geht's noch runter. Oder war ich da hin? Wo ist der Keller schon? Super. Klo gefunden. Toll. Hm. Klo hat er gefunden. Bienen! Ich weiß nicht, was gefährlicher ist, der Wookie oder die Bienen? Wookie-Bienen. Oh. Behaarte Bienen. Aber noch nirgends so gelbe Blüten gesehen. Nein, ich glaube, das ist Blumen. Anders. Ich glaube, es ist ein anderer Wald. Oh, Text. Die Wuka. Ah, das sind ja wirklich fast Wukis. Wuka. Sollten dies jemand finden, gib Acht. Kelvin Ru wurde von Wookie überrannt. Wir haben tapfer gekämpft, doch die Bestien waren zu mächtig. Sie haben eine Aura überirdischer Stärke. Wer sich ihnen stellen muss, soll die Quelle ihrer jeweiligen Macht aufsuchen. Die Statue, an der sie ihre elenden Götter Opfer darbringen. Ob das ausreicht, um das Blatt zu wenden, wage ich nicht zu behaupten.
Ja, für euch hat es jetzt mal nichts gebracht. Das heißt, ja, super. Wir tot. Ich hab gemeint, das war der Geheimgang. Boah, wow, Falle. Ja. Aufpassen, du Spitz. Spitzes Ende. Gut, da sind Gräber. Schauen wir mal, ob es drin liegt. Schauen wir mal, schänden. Kosten. Jo, kann man. Kann man schänden? Super. Aber da liegt nichts. Nichts drin? Nur ein Stein. Okay, dann müssen wir da weiter. 300 Meter noch. So. Oh, was ist denn das? Hallo, wer bist denn du? Ein Segen. Meinst du, dass wir da runterkommen? Da unten zeige ich so ein bisschen rotes Miasma. Oh, das schaut nicht gut aus, ne? Aber zwischendrin ist normales Miasma. Wir müssen aber da so schräg um wieder. Ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung. Wird schon gut gehen. Das war knapp. Ich fliege mal da oben. Da ist ein bisschen. Schaut aus, wie wenn es normal war. Das ist ein anderer Wald. Ja. Mag ich mal, ob man da ein Holz kriegt oder ob man da andere Sachen kriegt. Was ist das? Was habe ich da entdeckt? Was bist du? Oh, Harz. Achso. Aber da gibt's Kupfer. Keine gelben Blumen. Da gibt's rote Kupfer. Blumen. Da ist Kupfer. Oh, Erdbeeren. Erdbeersetzlinge. Was bringen Erdbeeren? Plus 3 Gesundheit Wiederherstellung. Kupfer. Braucht man Kupfer? Auf alle Fälle, oder? Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ausruhen. Der Stress. Auf Eis, so groß ist die Ausbeute nicht, gell? Na. Wie oft die haben, bis wir eins gekriegt. Jetzt schon das zweite Mal Pause machen. Es ist nicht eine große Ausbeute, es ist nicht brachial. Naja, gehen wir mal weiter zum Schreiner da. Was ist das? Das ist eine neue Blume. Was bist du? Indigo-Pflanze. Indigo-Pflanze gefunden. Ich hab Indigo. Das brauche ich aber leider nicht. Du hast doch vorhin was von Indigo verzeiht. Echt? Indigo? Ich meinte, das war aber Inupscapes. Wie viel Kupfer habt ihr? Erst einmal einen Stein löschen. Sagen wir da. Flachs. Flachs habe ich auch noch gefunden. Erde löschen. Flachs. Und Pflanzenfasern. Mehr Pflanzenfasern. Oh. Pflanzenfasern. Indigo. Flammenschrein. Gleich. Oh, was ist denn das für eine schöne Blume? Da blüht bestimmt ein Eisschaden. Oh, sag mal her. Oder bringst du. Oder bringst. Was habe ich im Gesicht? Was habe ich im Gesicht? Was habe ich im Gesicht? Eine Nase. Hör auf wieder, ich stirb. Jetzt. Blöde Kurblöde. Ich glaube, ich kriege einen Vogel da. Gut, das nächste Mal nehme ich gleich Feuer her. Ein Giftsack. Giftsack. Na tolle Wurst.
Aber meine ganze Schuhe voll dreck. Huch, da ist er nur eine. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider. Hä? Da weiter links. Da, wo laufst denn du hin? Mit Blumen. Hm. Man weiß nie, für was die Blumen gut sind. Du spielst das Spiel gar nicht richtig. Ich lauf da hin, wo der Punkt anzeigt. Da ist eine Mauer. Da ist ein Tor. Ja, ich mach schon mehr Schaden. Feuerball. Dornenfeste. Wow, was bist denn du? Wow. Chill mal deine Basis, Junge. Wieder Erdbeeren. Wow. Wieder Erdbeeren. Hast du Spaß? Ja. Schon. Der ist ja zart gewinnt jetzt. Holla, die Wolfi. Hat er mal Heilungsstrom? Warum wird denn eigentlich ständig dunkel? Irgendwie wird es dauernd dunkel. Mein Schwert. Da ist wieder Feuerball 2. Was, was ich jetzt mache? Was denn? Bau jetzt aus einem Altar her. Ein Port. Boah, du bist ganz schön weit weg von daheim. 5 Steine brauche ich. Sehr fix. Brauche ich meine Spitzhacke. Oh! Oh, das sind. Das ist jetzt für die. Das lose ich drin in der Leiche. Alter. Herstellen. Alter. Alter! Du. Dann braucht man da eine Werkbank. Wer bist denn du? Boah, Arsch. Widerstand. Mal, der mag Eis, der mag Feuer, wie soll man sich denn das merken? Wer bist denn du? Was tust du da? Was tötest du? Pflanzen und alles und alle Lebewesen. Hä? Achso, macht jetzt der Eier und will das Zeug. Giftsack. Giftsack. Okay, da muss man rein, da gibt's das Zeug. Ei. So viel Blut. Was ist denn das? Was ist mit der damals mit dem Lutfinger, hä? Ja, wir haben bestimmt schon bei 30 Minuten, weißt schon, haben wir noch nicht das Ziel erreicht. Ja. Und? Was soll ich dazu noch sagen? Eben, was soll ich dazu noch sagen? Ober die Hetzerei. Ich aus der Seite raus und fahre ihn in die Flanke. Ja, Widerstand. Oh, leck, was war denn das jetzt für ein Wolf? Entweder habe ich so wenig Lebenspunkte gehabt. Entweder so wenig Lebenspunkte oder gerade mächtig Schaden austeilt. Richtig Schaden austeilen könnte. Oh Gott. Ja, bitte.
Was hast du? Ausschlag. Schmerzen. Alter. Die Ketten braucht nicht wirklich viel Schau. Leck! Wie sind die jetzt so schnell zu mir gekommen? Also, schau, dass du nicht stirbst. Ich stirb. Ja. Bist du tot? Ja. Das ist toll. Ich komm gleich wieder. Gut, dass ich da einen Altar gebaut hab. Einmal frei. Doof darf man sein, zum Helfen muss man so wissen. Na, jetzt kommt's her. Also, ich möchte was essen, sonst stirb ich gleich wieder. Das gibt's ja nicht. Lauf jetzt. Also auf Entfernung ist er nicht schlechter Magier, das muss man schon mal loswerden. Mei, wo bist denn du eigentlich? Hm? Wo du eigentlich rumgeistert? Schau da die Folge, ja? Dann siehst du, was da gerade hörst. Oh! Rostiges Kurzschwert. Naja, ist los, Ling. Was da gerade alles los war. Ja, Kim, warum heißt die, heilt die, der Zauber nicht? Alter. Alter. Nimm das Schild jetzt hoch. Ich hab keine Ausdauer. Also das war jetzt doof, dass die der Zauber nicht dabei kalt wird. Jupp. Etwas. Oh, von denen wird schon drei umgebracht, hätte ich einen echt verdammt zag. Oh, Kettenheilung. Muss ich mal. Bisschen. Kettenheilung, was passiert mit der Kettenheilung? Ah, passiert. Ja. Kettenheilung tue ich nur die heilen, nicht mich. Okay. Komische Kette. Hm. Ja. Also die Trainer, die haben Brachgale. Ja. Ich hab mir jetzt ein bisschen sehr. Hast du jetzt meine auf die Nummer? Na, da ist er. Glaub nicht. Bin mir nicht sicher. Ja. Kann sein. Nimm einfach. Nein, der rum ist einmal. Ja, das kann aber auch sein, ich weiß nicht, ich hab's einfach irgendwann aufgenommen. Den nehme ich, das nehme ich. Giftsack. Getrocknetes Fell. Ja, ich glaube, das war. Das nehme ich noch. Achtung, Achtung, Achtung! Da explodiert alles. Warum nimmst du nicht einfach Wissi? Weil es Klump nicht nimmt, der Storner. Braucht doch keinen Schwein. Hm.
Na dann, schauen wir mal in das Häusl rein, oder? Wo ist er denn? Oh, der hat schon wieder einen Feind, du sagst nichts. Und ein bisschen selbst an meinen Eisschaden. Wie viele sind da? Toll, Tausende. Ein Heilungstrank kostet zufällig auch nicht mehr. Drei. Oh. Was hast du denn da Schönes? Keine Ahnung, kann ich aufheben. Es ist dunkel. Gut, dass mein Schwert leicht zum Teil überhaupt nicht gesehen. Das kann ich aufnehmen, aber das nicht. Position erreicht. Oh, es ist der Boss da unten. Na, wo ist denn jetzt da eigentlich da das blöde Teil für das, wo wir eigentlich gekommen sind? Da ist er. Da. Wo ist der Boss? Gut, Marsch. Widerstand, na super. Eisbolzen. Boah, von oben wird auch noch geschossen. Da oben ist er noch. Hey, Kettenheilung. Da geht was ab. Kettenheilung. Oh, schon wieder einer. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich komme mich nicht mehr halten. Jetzt will ich das nur überleben. Und überlebe ich das überhaupt noch? Das sehen wir uns in der nächsten Folge, ja. Servus. Ach so nicht, ne?